So, möge das Elend weitergehen. Ist er kein Elend? Geil sind auch die Mini-Icons hier, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, dann kannst du... Okay. In meinen 30.000 Regions-, also Zonenfeldern, produziere ich folgende Ressourcen. Die dann noch schwarz hinterlegt sind. Klaviere, Konzertsaal, Laterne, als Annehmlichkeit Stadtbauproduktion, plus 15 Stadtsicherheit, wird gebaut in Werkstatt, Fertigungsgilde oder Fabrik. Hat es konvertiert. Schau, ich muss was essen. Ich habe irgendwie Hunger. Plus 3 Religionsverbreitungsdistanz, wobei das auch an keinem Punkt im Spiel erklärt wird. Wie weit sowas, also warum das so weit reicht oder was das überhaupt bedeutet, ob das die Anzahl der Felder ist. Religionsverbreitungsdistanz 9 plus 3 Stärke 96. Übrigens habe ich heute gefragt, ob ich nicht von Disney das Rebrushed, also Mickey Mouse Rebrushed, auf meinem Kanal zeigen dürfte. Weil ich heute zufällig mit jemand von THQ geredet habe. Und dann ging es erstmal darum, dass Disney erstmal seinen Kanal, also deinen Kanal zertifizieren muss, ne? Dass du das erhalten darfst. Und das dauert mehrere Wochen. Wo er auch so dachte, ja, nee, komm, dann lass gut sein. In ein paar Wochen wird mir wahrscheinlich gerade wieder was anderes auf dem Tisch liegen. Aber ich finde, es sieht cool aus. Ich glaube, das macht Spaß als Jump'n'Run. Oh, was mir gerade auffällt. Ich glaube, das ist nur die Markierung, dass der hier die Befestigung hat.
Ja, es gibt keine Möglichkeit, Einheiten abzugraden. Ist ja auch irgendwie doof. Disney muss auch gucken, ob du politisch korrekt bist. Ist ja nicht so, dass ich letztens erst Star Wars gespielt hatte, was ja auch dann dementsprechend von Disney abgesegnet werden musste, dass das in Ordnung ist. Aber gehst halt immer wieder durch denselben Prozess durch und denkst dann, oh, Okay, Trockendock darf ich anscheinend nicht so viele bauen. Das finde ich, weißt du, wenn du das Maximum erreicht hast, dann wird es ja rausgenommen bei der Stadt. Aber Hauptsache Gebäude, die ich schon tausendfach hingestellt habe, werden immer noch angezeigt. Oder die alten Versionen davon. Da müssen die echt, also das Projekt auswählen, hier, da muss anders sein vom Filtern her. Das ist so ein Bullshit. So wie die sich das gedacht haben. Das Brandenburger Tor verbessert die Beziehungen zu anderen Nationen. Panzerschiffe, Konserven. Demokratie. Direkte Demokratie. Stadtwohlstand erhöht. Pioniervorbild gewähren plus eins Forschung. Aktivist, Unternehmer und Strategevorbilder gewähren plus eins Vermögen. Rathaus. Aufgewertetes Stadtzentrum. Eine Info, wie viele Gebäude du auch von was hast, wäre auch eigentlich eine ganz coole Nummer. In der Stadt irgendwo. Also das Menü hier, was hier so ist, wäre eigentlich besser wie so ein Aufklappmenü. Okay, wir haben keine einzige Mühle.
Es geht um die Maus, da sind sie pingeliger. Hm. Stell die Pläne einer anderen Nation, vor allem eins anderen Nation. Ich glaube, wenn sie es rausgelassen hätte mit diesem kleinen Micromanagement in den Verbesserungen, wäre es besser gewesen. Oder dass wenigstens die Sachen so wären, okay, das gibt's jetzt, Wein oder so, und das gibt einen Bonus auf die Städte automatisch, ohne dass du irgendwas manuell machst. Das wäre besser gekommen. Genau, stell mal Papier her. Ach, ist die falsche Mühle. Befehl unterbrochen. Ist aber egal.
man nicht mehr. Die brauchen wir für mehr Schwarzpulver herstellen. Ich finde auch, manche Sachen sind so einfach zu produzieren, wie jetzt zum Beispiel das Schuhwerk. Und Schuhwerk bringt einfach plus 20 Stand. Also, das ist halt, ne, plus 20 Stadtgesundheit, plus 15 Zufriedenheit und 15 Wohlstand. Und das finde ich für den Einsatz von ein bisschen Pelz und Materialien ein guter Wert. Das sind andere Gegenstände schwieriger herzustellen. Gürtel produzieren wir gerade. Das gilt für beide Einheiten, dass die das bombardieren. Ihr braucht hier ein bisschen Stadtwissen, dann nimmt die Uhren da rein. So, dann haben wir 6 Rüstkammern gebaut, mehr geht nicht. Funktioniert das heute eigentlich mit dem Zerstören? Ja, funktioniert wieder. Das war wohl ein Fehler. Schade, das bringt alles nichts. Obwohl doch, hier können wir das Bergwerk noch bauen. Direkte Demokratie bringt Wohlstand. Ja, so habe ich das auch in Erinnerung.
Was willst du denn für Stahl haben? 5 Eisen. Oder 50 Materialien. Oder ein Metallbarren. Sprengstoff wird benötigt für die Ausbildung von modernen Kampfschiffen. Wird zum Errichten der SAM-Batterieverteilung benötigt. So, Schwermetall haben wir. Vermögen kannst investieren. Der Rest bleibt. Irgendwie das Gefühl, doch die Stadt muss noch größer, also es muss noch größer gehen. Anspruch geht auch noch mehr. Wir brauchen nur Wohnraum. Ich weiß von keinem was auch immer Spiel. Black Hen. Ich glaube, da sind nur Leute mit massiver Meinung vertreten. Milde ausgedrückt. Und ich dachte eigentlich, das war letzte Woche. Ja, kann sein, dass es auch erst jetzt ist. Hä? Aber es wurde dann letzte Woche dafür... Nein, Black Hen. Tut mir leid. Das hat dir einer gesagt, aber es ist nicht so. Das lief alles letztes Wochenende. Das konntest du auf weißer Stern, auf blauem Hintergrund auch sehen. Die haben das auf ihrer Seite drauf gepumpt. So. Dein liebes Materialien. Nein! Ich sag dir das, Black Hen. Guck einfach nochmal genau nach. Es ist so leicht, du kannst einfach googeln. Und guck dir mal, von wann der Post ist wahrscheinlich. Thank you.
Leider wird nicht gefunden. 10. September ist sogar schon noch länger her. Das ist 15 Tage her, Mister. Ich sehe gerade übrigens, dass die Suchfunktion von einer gewissen Seite überhaupt nicht funktioniert. Aber ich hätte dir auch dazu sagen können, du musst dafür einfach nur auf die Seite gehen und da steht doch, wer mitmacht. Also ich weiß nicht... Blacken, diese ganze Diskussion, die du jetzt gestartet hast, ist total nutzlos, weil ich damit nichts zu tun habe. Warum lasse ich mich darauf überhaupt ein? Die richtige Frage war, Meister und Gebieter, wie kann ich dich unterstützen? Darf ich dir noch ein kühles Getränk anbieten? Du bist ein netter Streamer, der auf die Fragen im Chat eingeht. Also Blacken ist ein Mod hier. Hallo, normalsterbliche Fragen beantworten, sowas mache ich nicht. Oder oben gibt's noch Farbe. Wirklich, gemeiner Pöbel. Gestern wurde ich von 3 Leuten geradet nachts, dabei wollte ich einfach nur schlafen gehen. Und da fängt das Elend an. So, Stadt eingenommen, Krieg vorbei. Weißt du, was Kacke ist? Der Prestigewert, ne? Der bleibt ja trotzdem hoch. Also du kannst ja Städte von Leuten einnehmen und es ändert ja nichts. Weil... Der verliert ja kein Prestige dadurch. Der Prestige ist ein aufgebauter Wert, dadurch, wie du gespielt hast die Runden vorher. So, tut. Müsste eigentlich die Chance haben auf einen Vernichtungskrieg, aber darf ich ja nicht machen.
So, ja. Was fehlt? Wohnhäuser. Einfach 8 Millionen Sägewerke. Haben wir hier noch eine Zone komplett frei? Bauen wir eben das, dann können wir eine weitere Stadt haben. Ohne dass ich irgendwas an der Regierung verändern muss. So, hier kannst du den machen, dann können wir hier... erstmal gar nichts bauen. Ich wollte eigentlich gucken wegen Trockendock. Damit kannst du Produktivität steigern. Ihr müsst euch echt Gedanken machen, wie man vielleicht die Menüs oder die Übersicht verbessern kann. Das ist... Das ist leider alles ein bisschen zu wenig. Plus 20% Stadtproduktion an der großen Feuerstelle. Plus 1000%, wenn du Münzen einsetzt. Bankbürgschaften. Hergestellt von Zentralbank. Müsste ich auch erstmal bauen. Und ihr müsst jetzt erstmal gucken wieder, wo ich überhaupt die Münzen herstelle oder wo ich die Münzen gerade verbrauche, was das Ganze wieder kompliziert macht. Okay, das ist ein Verbrauchsgegenstand, der plus 2 Forschung gibt für jede Wissenschaftsverbesserung. Und plus 1 zusätzliche Produktion für jede Industrieverbesserung der Stadt.
Um Glasproduktion müssen wir uns noch so kümmern. Hauskamin. Mehr Stadtgesundheit. Also siehst du einfach, dass es vom Balancing her, ich produziere 101 Reis. Das ist schon eine Menge. Aber manche Produktion. Ich investiere doch lieber 5 Gold anstatt, also 5 Vermögen anstatt 2 Metallbarren. Genauso wie hier, Handelsgüter werden im Vergleich zu einer Münzproduktion was günstigeres. Wir brauchst einen Reis. Und nicht mehr. Düdüdüdüdüdüd. Das ist 3,3. Stell schon mal Sprengstoff her. Unser Volk hat Nemrut Dark gebaut. Oh, mir fällt gerade ein großes Problem ein, dass ja damit Völker ja ausscheiden, müssten die ja mit der Forschung vorankommen. Aber forscht ja keiner so schnell wie ich. Hier, da ist 50 Nahrung drin für euch.
Den Leuten hier geht's zu gut. Danke fürs Folgen, Lukas, vor 28 Minuten. Ich hab's jetzt erst gesehen. Du, 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 du. Moment, war ich vor 28 Minuten nicht gar nicht? Doch. Da war ich hier. Da habe ich schon wie wild auf meinen Monitor rumgeklickt. Wir haben das Biom Mittelmeer entdeckt. Ich finde, viele Sachen sehen hier sich hier schon ziemlich ähnlich. So, ägyptisches Judentum ist fast komplett durchgesetzt. Hier ist es komplett umgesetzt. Dann könnt ihr vier doch eigentlich da hochgehen. Für Backwaren, Seife und Parfüm. Gewürze haben wir genug. Moin Shadow. Ich weiß nicht, ob 17k Prestige viel sind. Wir arbeiten dran, es besser zu machen. Mein Ohr juckt. Moment, was wollte ich eigentlich noch machen? Ich wollte noch mehr von den Keramikdingern bauen. Ich glaube, da habe ich das Maximum schon gebaut. Deshalb werden die nicht mehr angezeigt. Konzerthalle. Dann bau halt eine Zitadelle. So, verwalte Produktion. Keramikläden. Da habe ich 10 aktiv, obwohl ich glaube, man darf gar keine 10 haben. Da brauche ich eher auch die Fabriken. Beton brauchst du eigentlich für alles, das ist...
Ja, für irgendwas benutze ich immer noch einen Keramiktopf. Da wir im Moment erst in der Renaissance sind, wird eine Atombombe wahrscheinlich gar nicht mehr erreicht werden. Ich werde die KI wahrscheinlich vorher vernichten. Aus Gründen. Es werden nicht alle vergessen. Als nächstes werden, glaube ich, die Azteken oder die Koreaner vergessen. Den Spanier nehmen wir so langsam auseinander neben uns. Plus 50 zusätzliche Stadtwissen bei Errichtung in unserer Innenstadt. Plus 20% zusätzlichen Prestige durch den Bau von Triumphe. Das Taj Mahal. Für jedes Bündnis, dem wir angehören. Industriewerkzeuge. Alle outdated. Als Anlage, aber normal sind das ja jetzt schon die Fertigungsgilden. So, dann schalten wir euch mal um. Metall. Industriewerkzeug. Ein Stahl, drei Materialien und was als letztes? Naja, Energie haben wir nicht. Okay, wir haben bis jetzt ein Teleskop gebaut. Dann sollten wir noch ein bisschen mehr machen. Ach, da ist die Ausstellungshalle. Dann können wir diese Meisterwerke zusammenfassen, die ganze Zeit produzieren, um nur Prestige zu bekommen. Thank you.
So, ist die Schmiede mit der Stahlproduktion. Sehr schön. Es werden schon 31.000 in der Runde verlieren ihren Glauben. Plus 1 zusätzliche Fruchtbarkeit in allen Regionen dieser Stadt. Pöp, 64. Ganz schön mächtig für so einen Hauskamin. Guck mal wegen Zentralbank. Ich hoffe, mit dem nächsten Zeitalter kommt ein bisschen poppigere Musik. So, du nimmst auch mal den Kamin, das bringt viel. Also bis jetzt gibt es keine Form von Umweltverschmutzung. Wenn ich mich auch noch darum kümmern müsste, wäre schrecklich. Industrialisierung. Erdgas, Gummi, Öl, Kohle, Brennstoff. Schwarmformation. Besteht aus 2 Schießpulverinfanterie, 2 Kavalleriegeschützen und 2 Artillerieeinheiten. Zementfabrik. Gießereien. Raffinerien, um Brennstoff herzustellen. Fabriken, Schlachtschiffe.
Nee, Umweltverschmutzung und so ist ja auch bei Civ immer etwas, was relativ spät vom Bestandteil herkommt. So per DLC. Das muss ich erstmal zeigen, ob das überhaupt so angenommen wird von Leuten als Spiel oder ob die sagen, war ganz nett, aber wir warten dann doch auf Civ. Unsere Nation gedeiht auf eine Weise, von der auch unser Rat nie geträumt hätte. Leider wurden unsere wohlhabendsten Bürger über Nacht Opfer eines Angriffs. Tausende von Flugblättern, die ihre größten finanziellen Geheimnisse enthalten und ihre Namen verleumden, wurden über Nacht in den Straßen unserer Stadt verteilt und am Morgen entdeckt. Die Elite ist wütend und droht damit, ihre finanziellen Beiträge an unsere Nation einzustellen. Ein Treffen mit den Opfern arrangieren. Es ist leeres Gerede. Flyer beschlagnahmen. Es ist auch eigentlich von der Komplexität etwas sehr deep. Das kann ich verstehen, wenn das Leuten zu viel ist. Achso, die Zentralbank produziert die Bankbürgschaften. Ich hatte eigentlich auf was anderes gehofft. Mehr Münzen. Daniel Boone, amerikanischer Pionier und... Daniel Boone? Also Victoria finde ich eigentlich sehr leicht. Nur dass Victoria 3 waren manche Menüs einfach unsinnig oder nutzlos. Aber das möge einfach eine Geschmackssache sein. Wenn man alle Gebäude hier auswendig kann, vom Namen her, ist das eigentlich easy. Man kann sie einfach immer suchen. Hast du überhaupt noch Zeit, privat zu zocken? Da ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Kein Mensch hat Zeit, privat zu zocken.
Und ich mach's trotzdem. Also alle Spiele, die ich zum Beispiel für angespielt mache häufig, die habe ich vorher schon privat gespielt, einige Stunden. Ha, das ist ja auch nicht privat, das ist dann ja auch beruflich. Ja, leck mich fett. Ruf ist immer auf Arbeit. Das ist richtig, weil ich zu Hause bin. Allein deshalb bin ich immer auf Arbeit. Warum geht es dieser Stadt so schlecht? Oder dass man wenigstens hier zum Beispiel sagen kann, okay, ich mache sowas wie ein Blueprint für die Gebäude, was für Sachen reingesetzt werden sollen in den Städten. Und dann machst du halt einfach den Blueprint automatisch. Sollen alle Farben umgemodet werden? Nein, du sollst jede Farbe anklicken. Das ist der Weg. Das haben wir schon gemacht. Es ist einfach so viel zu tun. Deshalb, ich kümmere mich schon gar nicht mehr um die Wohnraumgeschichten oder sonst irgendwas. Höchstens, ich sehe es mal. Dann kannst du sagen, okay. Hier, ich rüste euch ein bisschen aus. Ja, sagen wir mal, du wechselst auf einen schweren Flug oder auf sonst irgendwas und musst in jedes dämliche einzelne Gebäude dann reinklicken und die Produktion verändern. Also da haben sie sich echt... Was am Anfang wirklich gut funktioniert, ist später einfach
kacke. Sorry. Dadurch, dass du halt so viel Micromanagement dann hast. Deshalb, man fühlt sich halt immer weiter in so ein Factorio-like-Spiel reingedrückt. Das ist ja auch kein, wie soll ich sagen, Spaß, wenn du das 20.000 Mal machen musst. Wir haben als erste Nation das Maschinenzeitalter erreicht. Noch mehr Sachen zum Freischalten und rumklicken. Allein, wenn ich daran denke, wie viele Gebäude ich gesehen habe, die Brennstoff verwenden. Kotzt die Wand an. Das bedeutet nämlich, wenn du Brennstoff dann hast, dann darfst du 80 Milliarden Gebäude anklicken und den Brennstoff voranbringen. Beziehungsweise einbringen. Flugabwehrbatterie, Zeppeline, Energieproduktion, hergestellt von Kraftwerken, die Glühbirne. Synthetischer Dünger. Verbrennungsanlage. Akt 2 endet in 6 Runden. Nee, es steigert sich die Komplexität oder die Arbeit, sag ich mal, einfach dadurch, dass du, weiß ich nicht, dass du einfach vorangehst, also so ein Stück. Also, nee, es muss ja nur eine einzige neue Ressource reinkommen, die für alle Gebäude irgendwie relevant sind. Da ist Kohle, da ist Kohle. Oder du machst halt einen Wechsel in die nächste Epoche und hast 10, 20, 30 Gebäude, die du upgraden musst. Wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht. Sagen wir mal, der Hof kriegt ein neues Upgrade. Und du hast ja in jeder Stadt mehrere bewässerte Hofgebäude. Und musst dann richtig durchballern.
Oh, unterm Friedhof wurde Kohle gefunden. Also hier der gleiche, also ne, Ressourcen finden. Okay, jetzt gab's da unterm Friedhof, kannst du sehen, gibt's die Ressource. Hier unten auch. Finde ich nicht leicht zu sehen. Wobei doch, ist ja ein relativ großes Zeichen. Ach, da haben wir ein Wohnhaus auf Naturfarbstoff gesetzt. Da steht der Altar da drauf. Ist hier irgendwas zugebaut? Nö. Aber das, dann haben wir nur ein einziges Ölvorkommen, das ist ganz da oben. Ne, hier ist noch eins. Da steht aber unsere Kaserne drauf, muss weg. So, Ladies, machen wir an der Stelle erstmal wieder einen Folgenbreak.